Als Quentin Smith hörte, dass Nancys Mutter verschwunden war, wusste er sofort, dass ihr Erfolg nur von kurzer Dauer gewesen war. Obwohl ihr Plan einwandfrei funktioniert zu haben schien, war Freddy Krüger dem Tod ein weiteres Mal entwischt. Aber Quentin dachte nicht daran aufzugeben. Auch wenn es viele Versuche brauchen würde, schwor er sich, dass er einen Weg finden würde, Freddy ein für alle Mal zu besiegen. Denn wenn er das nicht tat, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis Freddy gewinnen würde und Nancy verloren wäre. Jemand wie Quentin erregte in einer Bibliothek nie Aufmerksamkeit, selbst wenn er nach seltsamen Büchern verlangte. Er verschlang alle Informationen, die er finden konnte, über geteilte Traumwelten, Klarträume und Methoden, wie man Träume kontrollieren konnte. Mit einer Ernährung aus Tabletten und Energydrinks zwang er sich, wach zu bleiben und durchsuchte verstaubte Bände nach Mythen über Dämonen, die in Träumen leben, ihre Opfer in einer Zwischenwelt fangen und sich an ihrem Schrecken laben. Er arbeitete schnell, denn er wusste, dass Freddy ihn bald heimsuchen würde. Es dauerte nicht lange, bis dieser Augenblick kam und Freddy begann, in seinen Träumen aufzutauchen. Am Anfang hielt er sich am Rande auf, verspottete Quentin und schien zu hoffen, ihn so zu ermüden. Mithilfe des Wissens, das er sich angeeignet hatte, konnte Quentin die Fehler im Traum sehen, Risse, aus denen Fluchtwege geformt werden konnten. Er testete seine Fähigkeiten vorsichtig aus, bedacht darauf, sein Können nicht preiszugeben, in der Hoffnung, dass ihm dies einen Vorteil verschaffen würde, den er nutzen könnte, um Freddy zu besiegen. Eines Nachts fand er sich schließlich im vertrauten Umfeld der Batham-Vorschule wieder. Freddy war des Spottens müde geworden und hatte sich entschieden, ihn zu erledigen. Quentin lief durch die Schule und hielt im Labyrinth der Räume nach etwas Nützlichem Ausschau. Er fand eine Dose mit Farbverdünner und hatte schnell einen Plan ausgeheckt. Als die Falle bereit war, wartete er und spielte den Köder, um Freddy an die richtige Stelle zu locken. Und da kam er, die Klauen am Metall wetzend, als er sich für das Töten bereit machte. Quentin gestand sich selbst die Zeit zu, die Überraschung, die sich auf Freddys Gesicht abzeichnete, zu genießen, als der Flur in Flammen aufging. Und dann war er weg, lief durch das Gebäude zum Ausgang, von dessen Existenz er wusste. Wenn er Freddy immer wieder heimsuchte, ihn schwächte und dann aus dem Traum in Sicherheit flüchtete, sollte er ihn so doch sicher mit der Zeit besiegen können, oder? Doch vor seinen Augen schlossen sich die Risse im Traum und sein Fluchtweg war versperrt. Er befand sich wieder in Freddys geheimem Raum und er konnte nirgendwo hin. Als Freddy sich ihm näherte, ein breites Grinsen auf seinem entstellten Gesicht, wurde Quentin von einem Bedürfnis erfüllt, den Mann endlich ausgelöscht zu sehen. Er wünschte sich, dass er es gewesen wäre und nicht sein Vater, der den Benzinkanister geworfen und Krügers Leben beendet hatte, dass er es gewesen wäre, der ihm den Hals aufgeschlitzt hatte. Vielleicht genügte dieses Verlangen. Immerhin war dies ein Reich des Verstands. Er ließ sich von dem Verlangen durchfluten und bündelte all seine Gedanken auf den Wunsch, Freddy tot zu sehen. Seine Sicht wurde von wilden Nebelschwaden verdeckt, und als diese sich lichteten, war er an einem anderen Ort. In einem anderen Traum? Wenn, dann war es nicht seiner. Er fühlte sich kalt und unbekannt an. Ein Flackern erregte seine Aufmerksamkeit, und er erkannte, dass er an einem Lagerfeuer saß und nicht alleine war. Andere Menschen wurden hier ebenfalls festgehalten und brauchten seine Hilfe.